wie du deinen Lifestyle und deine Gesundheit verbesserst. Ja Leute, ich befinde mich gerade in Abu Dhabi. Hinter mir seht ihr die Ferrari World. Hier war auch eben eine sehr schöne Lichtershow, die ich mal ein bisschen jetzt einblende. Und in diesem Video geht es um ein Buch von Tom Ratz. Eat, Move, Sleep heißt das, was ich vor kurzem gelesen habe, wo er über kleine Veränderungen in eurem Lifestyle spricht und wie diese eben letztendlich eure Gesundheit viel mehr oder einen viel größeren Einfluss auf eure Gesundheit haben, als viele andere Dinge, von denen ihr eben denkt, dass sie gesund sind. Und um euch mal ein paar Beispiele zu nennen, das erste ist zum Beispiel, dass er sagt, dass wir jedes Mal, wenn wir etwas essen, uns fragen sollten, ob das ein Net Gain oder ein Net Loss ist, also ein Verlust oder ein Gewinn, ja? Beispielsweise essen viele Leute Salate und sagen, okay, das ist gesund, dass ich den Salat esse, das ist also ein Net Gain. Wenn ich auf den Salat aber irgendeine Barbecue-Soße mache, die total zuckerhaltig ist, ist es ein Net Loss. Ja? Oder beispielsweise, ich sage, ich will gute Proteine zu mir nehmen, mache mir Putenbrust, das ist ein Net Gain eigentlich. Sobald ich aber Pommes auf das oder zum Essen dazugebe, ist es ein Net Loss, ja? Weil ich mir dadurch wieder durch diese ungesunden Sachen mehr kaputt mache, als durch die gesunden Sachen, die ich zu mir nehme. Und das verstehen eben viele Leute nicht. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass er in dem Buch schreibt, dass Schlaf extrem wichtig ist. Ja, Schlaf ist, und das habe ich auch für mich festgestellt, eine der wichtigsten Dinge, die ich lange Zeit vernachlässigt habe, wodurch ich eben nicht annähernd so fit war. Er bringt dann ein sehr gutes Beispiel. Zum Beispiel, musst am nächsten Tag eine Präsentation halten und übst diese Präsentation extrem lange, bis spät in die Nacht, weil du sagst, okay, ich übe noch ein paar Stunden länger, dadurch bin ich fitter, dadurch kann ich die Präsentation besser halten und habe sie besser im Kopf. Was du aber nicht bedenkst, ist, dass du dich diesen Schlafverlust, den du auf der anderen Seite hast, eine schlechtere Konzentration hast. Und in dem Buch schreibt er, glaube ich, dass anderthalb Stunden Schlaf für ein Drittel weniger, also anderthalb Stunden Schlaf, die dir fehlen, für ein Drittel weniger Konzentration sorgen. Ja, das heißt also, es ist viel schlauer, dann früh schlafen zu gehen und sich auf seine Intuition zu verlassen und sagen, ich muss jetzt nicht tausendmal üben, anstatt bis spät in die Nacht das Ganze zu machen und eben den Schlaf zu missen. Ja? Das ist ganz logisch eigentlich, aber für viele Menschen eben nicht. Ein letztes Beispiel aus dem Buch ist, dass er eben beschreibt, dass wir eben oftmals nur auf die Dinge achten, die wir aktiv machen, aber vergessen die Dinge, die so in unserem Alltag passieren. Beispielsweise, er sagt, dass die denken, Leute, die eben viel Sport machen, sagen, dass sie sehr gesund sind, oftmals aber vergessen, was mit der Zeit ist, in der sie keinen Sport machen. Ja? Und er sagt eben, dass eine der schlimmsten Sachen, die wir unserem Körper antun können, ist, wenn wir sitzen. Ja? Und er sagt eben in dem Buch, dass 6 Stunden Sitzen genauso schädlich für uns sind, wie als wenn wir rauchen oder uns extrem starker UV-Strahlung aussetzen. Ja? Genauso tödlich. Von daher ein Tipp an dieser Stelle, was ich demnächst machen werde, ist, mir einen Stehschreibtisch zu kaufen. Ich werde es dann einfach mal auch mal filmen, dass ihr sehen könnt. Ich stehe sowieso relativ viel, weil ich relativ viel telefoniere, aber Sitzen ist an sich so schädlich, dass ihr euch überlegen solltet, wirklich das so wenig wie möglich zu tun. Okay, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und diese kleinen Änderungen diese Dinge, die ich euch gesagt habe, haben euch zum Nachdenken angeregt. Manchmal sind es kleine Änderungen, die eben einen großen Unterschied machen und eben nicht die Dinge, auf die wir offensichtlich achten, die eben den großen Einfluss in unserem Leben machen, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen hoch bzw. liked das Video, schreibt mir einen Kommentar unter diesem Video und natürlich, wenn ihr mein neues Buch kostenlos haben wollt, dann klickt jetzt auf den Link unter diesem Video und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute, ciao.